There's so many challenges in a... Ein Actionfilm wie dieser mit so vielen Special Effects ist eine große Herausforderung. Es sieht aus, als wären wir in Tunesien oder in der Antarktis. Aber eigentlich waren wir nur von grünen Wänden umgeben. Es ist zwar Schnee direkt unter uns, aber die Landschaft, die Berge und alles andere um uns herum sind Special Effects. Im Computer hergestellte Bilder. Und das hat mich sehr beeindruckt. Am Ende ist eine Szene, in der wir in Eis und Schnee liegen, und das war wirklich echtes Eis. Während des Drehs lagen wir eine ganze Weile mit unseren Gesichtern darin, und das war sehr kalt. Am unangenehmsten fand ich die Dreharbeiten im Maisfeld. Ich musste sehr dicht hinter David rennen. Die Maispflanzen, die er beiseite schob, klatschten mir direkt ins Gesicht. Für etliche Aufnahmen hingen wir an Drähten. Zum Beispiel rutschen wir in einer Szene außen an dem Raumschiff herunter. Mit voller Geschwindigkeit rasen wir nach vorn und fallen dann, bis uns die Drähte auffangen. Eigentlich wäre ich gerne weitergestürzt. So etwas finde ich eher aufregend als beängstigend. Meine absolute Lieblingsszene ist die im Flur. Es ist ein so wichtiger, bemerkenswerter Augenblick in der Geschichte der beiden Figuren. Und dieser Aspekt hat mir wirklich Spaß gemacht. Für das Verständnis der Serie spielt der Film eine zentrale Rolle. Im sechsten Jahr wird viel von dem aufgegriffen, was der Film noch offen gelassen hat. Das macht Spaß an Akademics. Unbeantwortete Fragen werden beantwortet und die Antworten gleich darauf wieder in Frage gestellt. Oft stellen sich scheinbare Fakten schnell wieder als Lüge heraus, denn es gibt viele undurchsichtige Figuren bei Akademics. Ich gehöre auch dazu, denn ich trage gern zur Verwirrung der Zuschauer bei. Der Film ist also ungemein wichtig für die Serie. Sie werden die kommenden Folgen noch mehr zu schätzen wissen und gleichzeitig die vergangenen Staffeln in einem neuen Licht sehen.